König. Bube. Dame. Gast. Der Stephen King Reread Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des König, Bube, Dame, Gast Podcast. Wir wollen heute mit euch über das Buch Feuerkind reden. Und dazu haben wir uns wie immer einen Gast eingeladen, nämlich den lieben Michael. Hallo. Hallo. Außerdem haben wir natürlich immer die Stammbesetzung, den Jonas. Guten Abend. Und den Flo. Hallo und hallo Dela. Hallo. Ja, wie ich schon angekündigt habe, wir wollen heute über Feuerkind reden mit unserem Gast, dem Michael. Und deswegen, Michael, stell dich doch bitte mal vor. Oh, das kommt jetzt überraschend. bin jetzt seit einiger Zeit doch ein Stephen King-Fan geworden. Oh Gott, nee, das hat mich jetzt wirklich ein bisschen überrascht, was ich da jetzt erzählen soll. Kennt man dich von irgendwelchen Podcasts? Machst du irgendwas? Oder? Nee, eigentlich nicht. Nein. Bin okay. Komplett unbekannt. Mich kennt man überhaupt nicht. Okay. Machst du sonst irgendwelche Projekte, irgendeine Homepage oder irgendwas Relevantes? Nö, ich bin eigentlich nur auf Twitter unterwegs und sonst nichts. Nein, eigentlich okay. Nicht. Von daher, ich muss nichts ankündigen oder so. Und meine Frau ist YouTuberin, da helfe ich mal hinter den Kulissen, aber sonst ist da nichts, nein. Okay. Gut, dann würde ich sagen, reden wir doch direkt über das Buch. Und ich würde dazu sagen, Flo, gib uns doch bitte die zeitliche Einordnung. Ja, als King 1980 Feuerkind im Original Firestarter veröffentlicht hat, da war der Autor bereits eine eigene Marke. Er lebte mit seiner Familie in dem heute noch berühmten Haus in Bangor, Maine, und durch seinen neuen Verlag, NAL, New American Library, verkauften sich seine Bücher auch besser als je zuvor. Zu seiner Vorliebe für Alkohol kam mit dem Ruhm auch ein neues Hobby, Kokain. Das tat seiner Schaffenskraft aber keinen Abbruch. Anders als bei seinem ersten Verlag, Doubleday, hat man bei NAL nämlich auch keine Angst davor gehabt, das literarische Schmuddelkind-Horror zu veröffentlichen. King hatte mit dem Buch Feuerkind bereits 1976 begonnen, den Roman dann aber abgebrochen, weil er ihn zu sehr an Carrie erinnert hat. Und 1980 war es eins von drei Büchern, die so parallel entstanden sind. Die Bücher dieser Zeit, das waren Dead Zone, das haben wir ja schon besprochen, Feuerkind und Cujo. Und die waren von der Stimmung her, ja, düster, pessimistisch. Aber ob sie so wirklich Horrorromane waren, darüber lässt sich streiten. King selbst hat mal in einem Interview gesagt, er halte von seinen Büchern nur Brennen muss Salem, Shining und Christine für wirklich unverfälschten Horror. Und Bücher wie Carrie, The Dead Zone oder eben auch Feuerkind würde er mehr so in der Science-Fiction-Tradition sehen. Über diese Definition kann man ja sicherlich streiten. Das werden wir vielleicht heute auch tun. Aber bevor wir damit loslegen, erzählt uns Jonas jetzt erstmal, worum es in Feuerkind denn geht. Ja, in Feuerkind geht es vor allem um die Familie McGee. Und zwar hat das alles angefangen 1969, als Andrew McGee und eine Frau namens Vicky, die dann später seine Frau wird, die sind Studenten und ein bisschen knapp bei Kasse und ja, gegen $200 nehmen die an einem Experiment teil, wo ja irgendwie noch eine Substanz getestet werden soll. Sie wissen nicht genau, um was es geht, aber ja, das Geld können sie halt gebrauchen und es wird ihnen gesagt, es ist total ungefährlich. Allerdings entwickeln beide infolge des Experiments übernatürliche Fähigkeiten. Vicky verfügt über schwache Telekinese und Andy kann Menschen geistig beeinflussen, braucht dann allerdings je nach Stärke der Beeinflussung mehr oder weniger lange Erholungspausen. Dieses ganze Experiment wurde von der sogenannten Die Firma durchgeführt. Das ist eine Geheimorganisation der amerikanischen Regierung. Und die Firma behält dann im Anschluss auch alle Teilnehmer des Experiments weiter im Auge. Andy und Vicky heiraten dann später und bekommen eine Tochter, die sie Charlie nennen. Und die besitzt schon als Kleinstkind, schon quasi innerhalb der ersten Woche nach
Geburt, merken die das, auch Fähigkeiten. Und zwar setzt sie Dinge in Brand, wenn sie sich aufregt. Später zeigen sich dann noch auch telekinetische Fähigkeiten, sowie hat sie manchmal Vorahnungen, die dann eintreten. Eines Tages befürchtet dann die Firma, dass die McGees Charlie weggeschafft hätten, um sie vor ihrem Einfluss zu erziehen. Dringen dann in das Haus ein, foltern und töten Vicky und entführen anschließend Charlie, die tatsächlich nur bei einer Freundin übernachtet hat. Andrew gelingt es dann, Charlie zu befreien, und seitdem leben die beiden auf der Flucht. Ja, nachdem die dann einen Winter in der alten Waldhütte von Andys Großvater verbracht haben, werden die beiden von der Firma geschnappt und unter Drogen gesetzt, sind sie dann erstmal unschädlich und werden ins Hauptquartier der Firma gebracht. Dort sollen dann ihre Fähigkeiten erforscht werden. Andy entwickelt nach einigen Monaten dann einen Fluchtplan, der gerät jedoch außer Kontrolle. Er wird erschossen und Charlie zerstört durch Feuer das gesamte Hauptquartier und etliche Menschen sterben dabei. Charlie findet dann zunächst Zuflucht bei einem Farmer-Ehepaar, das sie auf der Flucht bereits kennengelernt haben. Und ja, nachdem sie da wieder einigermaßen zu Kräften gekommen ist, beschließt sie, ihre Geschichte zu veröffentlichen. Und das Buch endet dann damit, dass sie die Büros des Rolling Stones betritt. Okay. Ja, ihr merkt schon, das ist diesmal eine Geschichte mit etwas mehr Substanz als die letzten. Und ja, da würde ich an der Stelle gleich mit euch einsteigen. Wie steht ihr denn allgemein zu dem Buch so generell und zu den Charakteren? Mich hat das Buch ähnlich wie King auch sehr an Carrie erinnert. Allerdings in besser geschrieben. Mhm. Ja, das stimmt. Für mich schreit das Buch irgendwie 70er. So das Thema, Parafähigkeiten, diese Verschwörungen und so, das ist alles so ganz klassische 70er-Jahre-Themen. Und beim Lesen hatte ich so das Gefühl, es kam mir so ein bisschen veraltet vor. Es kann aber auch sein, dass das an der deutschen Übersetzung lag. Ähnliche Probleme hatte ich da auch bei Brennen muss Salem. Mhm. Ja. Und so generell, wir haben ja oft die Frage, die Kinderfiguren, ob die realistisch sind. Wie steht ihr denn zu Charlie so als Figur? Ist sie realistisch geschrieben, vor allem zum Beispiel im Vergleich zu Carrie? Ja, besprechen wir am besten doch gleich, wenn wir schon bei den Figuren sind, direkt, was wir von Charlie halten. Und ich würde deine Frage mit Nein beantworten. Teilweise kommt sie einem schon wie ein normales Kind vor. Teilweise ist sie aber auch extrem altklug. Und teilweise ist sie ganz dämlich und nervig. Also ich werde mit ihr nicht so richtig warm, muss ich leider sagen. Kann ich jetzt so nicht nachvollziehen. Also ich fand sie eigentlich eigentlich schon nachvollziehbar. Also als Charakter. Ja, konnte ja natürlich, ich weiß nicht, ob das mit dem Altklug vielleicht damit zusammenhängt, dass er vielleicht auch so Gedanken lesen kann und sich so in die Gedankenwelt der Erwachsenen reinfühlen kann, vielleicht. Ja, das kann damit zu tun haben. Dasselbe Problem hatte ich auch bei Danny Torrance in Shining. Da war das so ähnlich. Ja, gut, das stimmt. Naja, ich persönlich bin da aber auch eher auf deiner Seite, Michael. Weil, also mir persönlich hat sie ganz gut gefallen. Ich kam mit ihr ganz gut klar. Ich fand sie auch nicht unsympathisch. Vor allem im Vergleich zu anderen King-Charakteren, die er so geschrieben hat. Und ich fand eigentlich auch, dass die Balance ganz gut gehalten worden ist zwischen Intuition und Angst und eben auch die Naivität, die sie halt nun mal in ihrem Alter noch hat und dieses, vielleicht auch dieses Vertrauen wollen. Aber irgendwo finde ich auch das Altkluge durchaus nachvollziehbar, denn ich meine, die hat in ihren kurzen Lebensjahren durchaus schon das eine oder andere durchgemacht und ich denke, da entwickeln sich schon
Überlebensstrategien und Klugheit gehört da, glaube ich, auch dazu. Also das fand ich jetzt nicht überdimensioniert schwierig. Ja, ich weiß nicht, ob sie realistisch ist, aber sie kam mir auf jeden Fall glaubhaft rüber. Auch gerade diese Naivität, mit der sie dann diesen John Rainbird vertraut, der sie eigentlich total verarscht. Aber ja, eigentlich ja, war es sehr nachvollziehbar, wie sie handelt, meistens. Auch nicht immer, aber... Weil ich mich da ja auch frage, wo du es gerade sagst mit dem Rainbird, es wird ja mal gesagt, mit diesem Gedankenlesen hat Ahnung, warum sie gerade da so überhaupt keine Ahnung hat. Vielleicht ist es einfach nur diese totale Angst und Unsicherheit, die sie hat und einfach jemandem vertrauen will. Das würde ich jetzt spontan vermuten. Einerseits dieses, sie möchte gerne irgendjemanden haben als Bezugsperson, weil ihr Papa ist ja nicht da. Und dieses Vertrauen wollen mit aller Gewalt. Aber vor allem, du weißt ja auch nicht, er wird ja beschrieben als in einer anderen ethnischen Gruppe zugehörig. Und man weiß ja auch nicht, ob sie vielleicht quasi sich eichen muss. Wenn sie jetzt bis jetzt so noch nicht mit anderen Menschen allgemein großartig zu tun gehabt hat, fehlt ihr vielleicht das kulturelle Verständnis, das sie braucht für die Gedankenleserei. Das ist aber eine gewagte Theorie. Naja, aber gerade so Sachen, Mimik, Körpersprache und so weiter, da kann sich ja durchaus unterscheiden, die solche Sachen vielleicht erleichtern würde, wenn man es auf einen wissenschaftlichen Standpunkt sieht. Ja, also ich denke, das hat auch viel mit Rainbird zu tun, weil er halt wirklich ein ausgebildeter Agent ist und das wirklich sehr subtil angeht. Weil ja, er schleicht sich das Vertrauen ja über eine sehr lange Zeit. Und er ist ja auch wirklich ein Profi-Psychopath, also das muss man ja auch sehen. Ja. Nein, aber ich muss schon, also ich stimme euch ja zu, unsympathisch ist sie nicht, aber ich sehe trotzdem in ihr jetzt auch keine unbedingt realistische Figur. Und als Frauenfigur, findet ihr sie als Frauenfigur relevant? Weil wir kommen ja gleich dazu, das Ganze, obwohl das ein bisschen gruselig ist, hat durchaus eine gewisse, ja, sexuell-symbolische Ebene, das ganze Buch. Also in erster Linie sehe ich sie tatsächlich als Kind und nicht als Frau. Mhm. Okay. Ja, würde ich auch sagen. Sicher, man kann zwischen dem, wie sie mit ihrer Gabe umgeht, auch ein bisschen Parallelen dazu ziehen, wie manchen Leuten Umgang mit Sexualität beigebracht wird. Aber das sehe ich eher so als Botschaft im Hintergrund, die vielleicht transportiert werden soll, als jetzt wirklich ein Teil der Geschichte. Ja, dieses sexuelle Erwachen von Charlie ist wirklich hauptsächlich durch Symbolik gesteuert. Und da ich mich diesmal ja auch mit Symbolik beschäftigt habe, weiß ich, worauf der hinaus will. King hat in einem Interview aber auch mal gesagt, über diese beiden Figuren, also Charlie und Rainbird, es ist eine sexuelle Beziehung. Ich wollte das Thema eigentlich nur streifen, aber es macht den Konflikt nur noch monströser. Also es ist nicht nur rein interpretierter, es steckt tatsächlich mehr dahinter. Aber dazu kommen wir dann nachher in der Symbolik, würde ich sagen. Worauf ich jetzt ursprünglich hinaus wollte, im Sinne von Frauenfigur, wir haben hier eigentlich nur handelnde Männer und sie. Denn die Mutter wird ja relativ schnell aus dem Weg geräumt. Und ansonsten sind die Männer in dieser Geschichte die Betrüger, die Lügner, die Schwächlinge, die sich lieber ihrer eigenen Sucht ergeben, statt zu agieren. Und diejenige, die wirklich die Dinge in die Hand nimmt und agiert und reagiert, ist in dem Moment die weibliche Person. Und das fand ich, ist bei King ja jetzt auch nicht unbedingt so oft. Deswegen wollte ich das nochmal ansprechen mit der Geschlechterrolle. Ja, wir haben nach Carrie ja zum zweiten Mal jetzt tatsächlich eine weibliche Hauptfigur. Und wenn man sie mit Carrie so vergleicht als Hauptfigur, ist sie tatsächlich besser dargestellt als Frauenfigur und auch, ja. Okay. Wenn ich jetzt sage realistischer, widerspreche ich mir selbst, deswegen suche ich ein anderes Wort. Aber sie wird ja schon irgendwie von allen Männern immer manipuliert oder ja, auf gewisse Weise
gelenkt, dass sie auch von ihrem Vater ja auch quasi diese Angst vor ihren Kräften bekommen hat, obwohl sie diese eigentlich auch selbst immer, wenn sie sie einsetzt, immer ja ganz gut findet. Ja, und dann natürlich später mit Rainbird, wo sie ja dann auch sehr manipuliert wird. Genau, geht natürlich auch irgendwie so in diese Richtung, mhm, oder? Genau. Okay, dann würde ich sagen, reden wir doch mal ein paar Worte über den Vater. Wie steht ihr denn zu dem? Ich fand den ja persönlich ziemlich anstrengend, weil das möchte zwar in der Darstellung ein guter Kerl sein, aber es ist halt doch leider eine ziemliche Flasche. Fand ich jedenfalls so. Also der Typ ging mir ziemlich auf die Nerven. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe das Buch jetzt zum zweiten oder dritten Mal gelesen und ich konnte mich zum Beispiel an die Vaterfigur überhaupt nicht mehr erinnern. Also als ich es jetzt wieder gelesen habe. Ich hatte das völlig verdrängt, dass da doch so eine große Rolle von der Menge in dem Buch spielt. Ja, der Vater ist ein ziemlich charakterloser Charakter. Ich fand ihn auch langweilig und ich habe mich auch nicht daran erinnert, dass es so viele Rückblenden auf ihn und die Mutter gibt und so viel von dieser Geschichte erzählt wird. Und das ist für mich auch tatsächlich einer der schwächsten Teile des Buchs. Habe ich lach nicht. Der Vater ist mir wirklich nicht sympathisch. Er ist jetzt auch kein unsympathischer Vater wie Jack Torrance oder so. Er ist einfach eine Nullfigur. Er ist ja hauptsächlich einfach so die Vaterfigur, dieses Typische, ne? Sehr beschützend, alles für seine Tochter tuend. Ja, sehr viel kann man auch nicht so von ihm sagen. Außer, dass er vielleicht doch versucht, so, ne, mit seine Kräfte fürs Gute einzusetzen, mit diesen Motivationskursen. Ja, aber sonst, ja, ist ein bisschen blass. Das stimmt. Naja, er ist halt eine klassische Trägerfigur im Endeffekt. Er dient eigentlich nur dazu, der Handlung zumindest eine Chance zu geben, würde ich sagen. Also als Mensch selbst finde ich den halt auch völlig nichts sagen. Ja, man bekommt von ihm halt nur mit, dass er irgendwie über die Runden kommen will und seine Tochter beschützen. Und das kann er halt mit seinen, ja, Fähigkeiten einigermaßen, aber die sind halt auch begrenzt. Aber dadurch, ich glaube, die sind extra begrenzt, dass halt Charlie einen größeren Handlungsanteil bekommt. Genau. Weil wenn er immer alle beeinflussen könnte, dann wäre die Geschichte auch schnell vorbei. Und wie steht ihr denn zu der ganzen Drogentablettenproblematik? Ich denke mal, hier haben wir wieder das klassische King-Thema, wo er wieder seine eigenen Versorgungsängste gegenüber seinen Kindern verarbeitet wahrscheinlich. Würde ich jetzt mal als Theorie in den Raum stellen. Schreib, was du kennst. Ja, es waren die 70er. Mehr sage ich dazu nicht. Ja, aber ich fand es eigentlich ganz gut beschrieben, wie er süchtig gemacht wird und ja dann wirklich mitten in dieser Sucht steckt und dann quasi nur durch diesen Zufall darauf kommt, dass er sich ja selbst aus der Sucht befreien kann durch seine Fähigkeit, indem er sich selbst beeinflusst. Wie nachvollziehbar fandet ihr denn insgesamt überhaupt dieses Reinrutschen in die Sucht? Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass der arme Kerl, so wie er nun mal dargestellt ist, mit den ganzen Problemlagen, die er halt hat, mit der Verantwortung mit dem Kind, mit der Kontrolle über seine eigene Gabe und den körperlichen Nebenwirkungen, die das Ganze für ihn hat. Ich kann mir das schon vorstellen, dass er freiwillig sich da dieser Sucht hingibt, um eben einen Ausweg zu haben. Das fand ich eigentlich die einzig interessante Stelle psychologisch, wo er ein bisschen Tiefe kriegt. Ich weiß nicht, ob es diese Freiwilligkeit unbedingt am Anfang geben musste, weil er hatte ja keine Wahl. Nee, aber wurde er gibt sich ja hin, das meine ich damit. Ja gut, wenn er nachher dieses immer schön flauschige Gefühl hat von dem Thorazin, dann ist er halt auch in einer vollkommenen Abhängigkeit. Dann hat er ja eben keine Wahl mehr. Und dann will er nur noch, dass es ihm gut geht. Ja. Ich,
Ich denke schon, dass das nachvollziehbar ist, dass sein Wille eigentlich doch recht schnell da gebrochen wird in dieser Hinsicht. Er war vorher ja schon doch eher eine passive Figur, trotz seiner Kräfte und so weiter. Also ich denke, er hätte, wenn er aktiver oder aggressiver vielleicht auch gewesen wäre, die Flucht durchziehen können. Und deswegen denke ich, dass ja diese Drogensucht glaubwürdig ist. Und diesen Twist, dass er die Sucht durch seine eigenen Kräfte überwindet, das fand ich eigentlich sogar eine ganz gute Idee. Naja, wobei halt da für mich auch immer mitschwingt, er würde es nicht mehr nur aus der Liebe seiner Tochter heraus hinkriegen, sondern wirklich nur, weil er jetzt die tolle Supergabe hat, sich selbst zu beeinflussen. Das ist auch wieder so ein King-Element, wo er sich selber die Welt schön redet, dass er es ja gar nicht schaffen kann, weil die Liebe allein reicht ja nicht. Ja, aber auch das halte ich nicht für unrealistisch. Nein, und natürlich nicht. Aber das fand ich da sehr bemerkenswert, dass das so eine externalisierte Rechtfertigung ist. Ja, möglich. Ja, das... Ich weiß jetzt nicht, wie viel von King tatsächlich in Andy drinsteckt, deswegen kann ich das nicht so wirklich beurteilen. Gut, über die Firmatypen im Allgemeinen, denke ich, braucht man nicht einzeln reden. Das sind halt austauschbare Bürokraten, ausführende Duckmäuser. Ansonsten haben wir halt den einen oder anderen ambitionierten Schleimer. Aber so richtig würdig für einen echten Gegner sind die alle nicht. Über Rainbird würde ich dann sagen, reden wir nochmal separat. Aber die anderen Bürokraten, gibt es da irgendwas, was ihr dazu sagen wollt? Ja, wen gab es denn da jetzt eigentlich nur den Cap? Cap Hollister, der noch eine größere Rolle hat. Aber ich glaube, zu dem kann man jetzt auch nicht so viel sagen, ne? Nee, dazu hat er eine zu kleine Rolle. Ja, die meisten dieser Figuren bleiben auch relativ blass. Es sind halt diese schattenhaften Bösewichte im Hintergrund größtenteils. Was ich aber für so eine Regierungsverschwörungsorganisation ist gar nicht unpassend finde. Genau, also das ist halt wieder diese klassische Men in Black-Thematik. Das sind die gesichtslosen, potenziell Bösen, die aber eigentlich nicht mal wirklich die Motivation haben für das richtige Böse, sondern einfach nur Bürokraten und ambitionierte Menschlinge, die irgendwelche lustigen Sachen wollen. Genau, das sieht man ja, das sieht man ja auch in Akte X. Man hat diese ganze Schattenverschwörung und man hat diese eine Figur, die nach außen tritt, die Sachen in die Hand nimmt und die das Böse repräsentiert. Und das ist dann in unserem Fall natürlich John Rainbird. Wie steht ihr denn zu dem? Ich fand den ja gut. Also, na, was heißt, ich fand den gut? Ich finde den nicht gut, aber ich fand ihn als Charakter gut ausmodelliert. Ja, finde ich auch. Also, er war ein spannender Charakter. Also, man weiß, er hat ein großes Interesse am Tod, sei es der eigene oder der von anderen Leuten. Und ja, er hat seine eigene Herangehensweise an alles. Er lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen, ist furchtbar gut ausgebildet, kennt sich mit allem aus, mit Schlösserknacken, bisschen Psychologie, mit Computern und ja, also er hätte es auch anders weit bringen können. Ja, und er macht ja nicht nur, dass er so einfach nur die Befehle ausführt, sondern er macht ja auch aktiv, dass er sich ja quasi nochmal so informiert über den Fall, was er eigentlich gar nicht machen müsste, sondern einfach so aus Eigeninteresse und um ja quasi auch noch was in der Hand zu haben. Das fand ich auch ganz interessant, dass er ja eigentlich auch dem Cap nachher droht, wenn ihm was passiert. Er weiß eigentlich alles. Also wir hatten definitiv schon schlechtere Bösewichte. Er ist ein hochintelligenter Psychopath. Er ist ja nicht nur für diesen Fall, er ist ja als Auftragskiller bekannt. Und es gibt da dieses schöne Zitat über seine Fähigkeit, sich sehr leise zu bewegen. Er ist der einzige Mensch, den ich kenne, der die Luft nicht vor sich herschiebt, wenn er geht. Und man erfährt ja tatsächlich auch viel von ihm, Geschichte aus dem Vietnamkrieg, bei der sein Gesicht entstellt wurde. Vielleicht hängt diese Faszination für den Tod, oder wahrscheinlich hängt diese Faszination auch dadurch mit ihm zusammen. Was ich merkwürdig an ihm finde, und da, wir hatten es ja schon erwähnt, da kommen wir auch nochmal drauf, ist eben diese Beziehung zu Charlie. Irgendwie kam ich da nicht so richtig rein. Naja,
ich fand das ganz interessant. Ich glaube aber, man darf Wayne dort nicht als Psychopathen lesen. Denn lustigerweise, würde dir grundsätzlich bei allen anderen recht geben. Aber was ich ganz beachtlich fand, war, dass ja die Beziehung und diese tiefe Emotionalität, die er auf eine durchaus kranke Weise, aber auf jeden Fall hat, mit Charlie, die ist ja vorhanden und die würde ich ihm auch glauben. Ich glaube nicht, dass das eine Emotionalität ist, die er ihr vorlügt, denn er lügt ihr ja nur über die Art der Emotionalität was vor. Aber ich glaube, dass er die hat. Und das ist ja eigentlich dem Psychopathen nicht unbedingt gegeben, die Fähigkeit zu solcher Emotionalität. Also er verzichtet ja darauf, Charlie zu töten. Eigentlich war das ja sein Auftrag. Zu dem Zeitpunkt, ja. Zum ursprünglichen Zeitpunkt, genau. Und eigentlich nimmt er sie ja dann, als sie in der Gefangenschaft der Firma ist, unter seine Fittiche sogar. Mhm. Denkt ihr vielleicht, dass er in Charlie irgendetwas sieht? Wie gesagt, er ist jetzt von einer Bombe entstellt worden und sie hat diese Feuerfähigkeiten. Dass er vielleicht irgendetwas aus seiner Vergangenheit in Charlie sieht, das diese Verbindung entstehen lässt. Also ist eine interessante Theorie. Ich könnte sie dir jetzt nicht vernünftig entkräften. Aber ich glaube, es ist eher was anderes. Das ist eher so ein repräsentiert das Leben, das er nicht führen konnte oder wie auch immer. Diese Unschuld, die verloren gegangen ist, aber eben auch die Kraft, die trotzdem vorhanden ist. Also ich glaube, das ist wirklich, ich kann es nicht definieren, was das ist für eine Beziehung zwischen den beiden. Das ist einerseits wirklich so eine große Geschwister- bzw. Elterngeschichte, aber andererseits denke ich durchaus auch so eine Selbstreflexion. Also dieses, wir sind beide Außenseiter, wir wollen beide nicht wir werden beide in dieser Gesellschaft nicht für voll genommen, aber wir haben halt beide riesige Fähigkeiten, vor denen andere Leute und vielleicht auch wir selber Angst haben. Das ist nämlich auch mein Problem. Ich kann diese Beziehung nicht richtig definieren. Ich versuche irgendwie eine Ebene zu finden, die halt über dieses creepy, unterschwellig Sexuelle rausgeht. Aber genau sagen, was da jetzt läuft, kann ich leider auch nicht. Ich habe jetzt noch mal kurz eine Verständnisfrage, weil ich wann genau wollte oder sollte Rainbird Charlie töten? Das habe ich jetzt, glaube ich, auch nicht verstanden, weil eigentlich sollte er sie ja anfangs nicht töten. Sondern ich glaube, er hat doch relativ früh, hat er selbst auch diesen Vorschlag gemacht oder diese Bedingung gestellt, dass er sie nach diesen Tests haben kann. Mhm. Ja, genau, nach den Tests. Aber ich glaube, es kam dann irgendwann im Laufe des Buches diese Geschichte durch, sie wird uns jetzt zu gefährlich. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann der Zeitpunkt war, aber es wird so angedeutet, so ungefähr, sie ist uns jetzt eigentlich nicht mehr nütze, weil sie macht nicht mehr nach unseren Regeln und Theorie jetzt weg. Ja, das ist, als sie die Experimente haben, da überlegen die ganzen Forscher, dass ihnen genau das doch zu heiß wird, aber da bekommt er nicht den Auftrag, sie zu töten oder so, sondern er ergreift Partei dafür, dass sie weiter genau da bleibt und am Leben bleibt, aber den Auftrag zu töten hatte er, glaube ich, nie. Naja, aber sagen wir mal so, es schwingt schon mit, dass das, wenn das jemand macht, dann seine Aufgabe sein würde. Egal zu welchem Zeitpunkt. Es gibt irgendwo eine Szene, wo er sich auch vorstellt, wie er das Nasenbein ins Gehirn rammt. Genau. Aber das ist, glaube ich, ziemlich am Ende. Ja. Ja, aber das war ja schon so von Anfang an sein eigentliches Ziel. Ja, ja. Mhm. Genau, also er will sie ja vor allem aus der Nähe töten. Das ist, glaube ich, sein Hauptding. Genau. Irgendwann will er das tun, damit er sehen kann, was mit ihren Augen passiert, wenn er es tut. Genau. Aber er möchte sie halt zu seinen Bedingungen töten. Ja, aber wie gesagt, also ich fand die Beziehung zwischen den beiden durchaus interessant. Schwer zu definieren, da gebe ich euch vollkommen recht. Aber wie gesagt, diese sexuelle Ebene ist halt die wahrscheinlich am meisten durchschimmert.
aber eben gleichzeitig auch diese familienartige Beziehung, was aber natürlich im freudianischen Sinne dann durchaus schon wieder nicht unvereinbar ist. Von daher, ich fand die Beziehung wahrscheinlich deshalb interessant, weil sie so schwer zu fassen ist. Und das ist, glaube ich, also eine Liebesbeziehung zu schreiben ist einfach. Aber was so Komplexes zu erschaffen, finde ich durchaus beachtlich. Also ich muss sagen, ich habe es gar nicht so komplex gesehen. Den sexuellen Aspekt habe ich überhaupt nicht gemerkt. Ich habe das quasi gesehen, dass sie eine Art Freund oder Mentor sucht. Und ja, dass er halt einfach versucht, ihr Vertrauen zu gewinnen. Aber mehr habe ich da gar nicht gelesen. Aber ja, ich sehe sowieso nur Dinge, die direkt vor Augen liegen. Ja, geht's mir ähnlich. Ja, ich denke auch, es wirklich, also von ihrer Seite war das, glaube ich, nicht. Ja, natürlich nicht. Von ihrer Seite auf keinen Fall, aber von seiner halt. Ja, wobei mir das von seiner Seite hauptsächlich im Film aufgefallen ist. So im Buch jetzt auch nicht so sehr, aber. Ja, also, kann natürlich durchaus sein. Von Charlies Seite sehe ich das sogar genau das Gegenteil. Ich finde, dass Charlie sich im Laufe der Geschichte von den Männerfiguren in ihrem Leben, also von ihrem Vater und von Rainbird auch, eigentlich immer mehr emanzipiert. Mhm. Am Anfang ist sie wirklich noch das hilfsbedürftige kleine Mädchen an der Hand ihres Vaters, das überhaupt nicht weiß, was sie zu tun hat. Und am Ende des Buches hat sie ihr Leben selbst in die Hand genommen. Ist wesentlich stärker, auch mit ihren Kräften, selbst wenn sie sie noch nicht 100% kontrollieren kann. Und sie packt die Sachen an und sie erzählt ihre Geschichte. Ich muss auch dazu sagen, lustigerweise, ich weiß nicht, Flo, du hast das Buch jetzt auch schon das zweite, dritte Mal gelesen, ne? Ja. Mir persönlich ging das so, wo ich das Buch das erste Mal gelesen habe, ist mir diese ganze Pädophilie-Sexualgeschichte wesentlich, wesentlich deutlicher und krasser vorgekommen als jetzt beim zweiten Lesen. Ging dir das auch so oder liegt das an mir? Es ist über 20 Jahre her, dass ich das Buch das erste Mal gelesen habe, deswegen keine Ahnung. Also bei mir lustigerweise auch gute 15, deswegen freue ich mich. Es kann durchaus sein, dass ich damals vielleicht da noch ganz andere Antennen hatte, weil ich eben selber auch noch deutlich jünger war, bin mir nicht sicher. Aber das fand ich sehr faszinierend, dass ich diese Schiene früher viel, viel deutlicher gesehen habe als jetzt. Ich denke, dass es mir damals nicht so wirklich aufgefallen ist. Und wenn ich diesmal nicht drauf geachtet hätte, wäre es mir wahrscheinlich wie Jonas gegangen. Also dann hätte ich es wahrscheinlich auch komplett überlesen. Aber das hatten wir ja schon öfter, wir springen ja nicht so auf die Symbolik an. Gut, dann würde ich sagen, haben wir die Charaktere soweit ganz gut abgehandelt. Oder wollt ihr noch irgendwas dazu sagen? Ja, vielleicht noch, er sammelt auch noch Schuhe. Ich weiß nicht genau, was das für eine Bewandtnis hatte, aber es war ja auch sehr... Wie alle Psychopathen. Nein, aber auf die Schuhe kommen wir dann gleich zurück, wenn es um die Symbolik geht. Na gut. Dann würde ich sagen, reden wir so halbwegs über die Handlung und über einige Eckpunkte, die wir gerne einbauen wollen. Wie fandet ihr denn so generell erstmal den Aufbau mit den ganzen Rückblenden? Hat euch das genervt oder war das okay oder war das unnötig? Ja, also genervt hat mich das nicht. Ich war halt eher so überrascht, dass es halt so mittendrin anfängt. Und dann fand ich es halt gut, dass es dann so nach und nach erklärt wurde. Von daher hat mich jetzt überhaupt nicht gestört. Ich fand es ein bisschen viel. Gerade eben auch, weil Andy und Vicky sehr blasse Charaktere sind. Teilweise geben aber diese Rückblenden noch einen interessanten Kontext. Aber da kommen wir nachher bei der Symbolik wieder drauf. Diesmal läuft alles darauf hinaus. Ja, also genervt haben sie mich auch nicht. War für die ganze Erläuterung, wo diese Fähigkeiten herkommen und so, da war das ganz interessant. Wie realistisch das jetzt ist, ist die Frage, aber war okay. Naja, also ich muss sagen, ich finde das insofern ein bisschen lustig. Ich habe mich ja an das Buch völlig anders erinnert irgendwie. Und ich muss sagen, das Buch, was ich in Erinnerung habe, ist deutlich besser von der Kürze und der Prägnanz des Inhalts, als das, was ich jetzt tatsächlich wieder gelesen habe. Denn in meiner Erinnerung, wie gesagt, war
mehr oder weniger der ganze Teil mit dem Vater komplett weg. Und eigentlich nur der ganze Zusammenhang von Charlie in ihrer Gefangenschaft noch präsent. Und für mich hätte auch das gereicht, sagen wir es mal so. Mir geht es teilweise genauso und teilweise dann doch ganz anders. Also ich hatte das Buch auch kürzer und ja, nicht so in die Länge gezogen in Erinnerung. Ich hatte diese ganze Fluchtthematik, die war in meinem Kopf viel länger. Und die mag ich auch, also die gefällt mir. Diese Rückblick, okay, ja, kann ich mit leben. Aber ich finde, dass es dann tatsächlich so in der zweiten Hälfte, in der Gefangenschaft, da wurde es für mich dann irgendwie dann doch langsam auch langweilig. Also da hätte er dann doch ein bisschen mehr die Zügel anziehen können und ein bisschen mehr Geschwindigkeit oder ein bisschen mehr Action reinbringen können. Ja, stimmt, das hat sich ein bisschen gezogen. Überhaupt fand ich diese Aufteilung interessant, dass erstmal die erste Hälfte diese Flucht ist und die zweite Hälfte eigentlich in Gefangenschaft. Wieso bei so ähnlichen Geschichten ist es ja meistens eher andersrum. Dass es ja irgendwie so im Labor anfängt und dann flieht jemand und dann kommt es halt irgendwie zum Showdown, zum Beispiel in so einer abgelegenen Hütte. Dass es da so quasi sich gedreht hat, fand ich ganz interessant. Ja, weiß nicht genau, weil ich habe mir wenig Gedanken darüber gemacht, wie das dieser Aufbau mir also gefällt. Er war halt da. Nee, das nicht. Naja, was ich vielleicht nochmal dazu sagen muss, der Teil mit der Flucht selber, der hat mich auch nicht gestört. Den fand ich auch ganz okay. Aber in meiner Erinnerung und in meiner Wahrnehmung war das wirklich so, dass quasi der Vater bei der Flucht gestorben war und ab dem Zeitpunkt, wo sie gefangen genommen worden ist, wirklich nur noch Charlie alleine war. Und den ganzen Teil von dem Alten in der Gefangenschaft und diese ganze Drogenproblematik, die ist zwar nett und hübsch, aber irgendwie weiß ich nicht. Ich bin damit nicht warm geworden. Ja, ich hatte es auch irgendwie in Erinnerung, dass er in diesem Farmhaus da ums Leben kommt. Genau. Aber scheinbar ist das Wunschvorstellung, die wir da hatten. Ich muss mal kurz zwischenfragen. Das kann aber auch nicht sein, dass das in irgendeinem Film so war, oder? Weil ich habe den Film jetzt nicht nochmal angeguckt. Ich auch nicht, deswegen weiß ich nicht. Nein, nee, ist definitiv nicht so. Nee. Okay. Dann weiß ich auch nicht, wo wir die falsche Erinnerung her haben. Ja, naja, gut. Gibt es jetzt, also wir haben ja dann diesen ersten Showdown auf dieser lustigen Farm. Habt ihr dazu eine Meinung? Ich fand den sehr gut beschrieben. Ich fand auch diese ganze Apokalypse, die sie da auslöst, echt fantastisch. Und vor allem fand ich es ein sehr berührender Moment, als sie dann feststellt, dass die Hühner, ich glaube Hühner waren es, dann tot sind. Explodierende Hühner! Explodierende Hühner sind eins meiner Highlights in diesem Buch. Und es zählt auch tatsächlich zu meinen Lieblingsszenen. Es ist für mich so eigentlich der Höhepunkt, weil es danach dann erstmal wieder lange Zeit ja langweiliger wird. Es ist so der Höhepunkt der ganzen Fluchtgeschichte. Das gefällt mir sehr gut. Also es ist eine schöne Szene. Mehr davon. Ich glaube, das ist so die erste Szene, wo Charlie mal so richtig ihre Fähigkeiten zeigt und sie auch selbst merkt, was sie da alles kann. Und das ist ja auch gar nicht, das ist ja eigentlich auch ganz gut gefällt, glaube ich. Ja, das fand ich auch eine sehr gute Szene. Wie habt ihr das denn so generell empfunden? Das war ja quasi das erste Mal, dass sie ihre Kraft gewollt und geballt eingesetzt hat. Wie fandet ihr denn generell diese Darstellung von diesen kleinen Zwischenfällen, einerseits die dann zwar schon gewollt waren, aber eben schnell außer Kontrolle geraten, aber andererseits eben wirklich die ungeplanten Ausrutscher als Kind. Ich fand das sehr schön, das wirklich so als Ausrutscher zu darzustellen. Es wird halt im Buch durchaus mit der Inkontinenzerziehung von kleinen Kindern beschrieben. Und die Analogie fand ich ganz hübsch. Ja, genau, das ist mir auch aufgefallen. Ja, vor allem fängt es ja auch an mit ihrer Kraft, dass ja dieses Feuer eigentlich nur ein Nebenprodukt ist.
und sie ja eigentlich diese Telekinese hat und dabei ja quasi Funken sprühen. Und ja, auch diese Szenen, genau, wo dann die Eltern versuchen, ihr da so richtig Angst zu machen. Ja, es hat natürlich wirklich Ähnlichkeit mit dem, was ja heute Eltern machen mit ihren Kindern, wenn sie denen Angst vor irgendwas machen wollen und vor bösen Männern und sowas. Ja, das stimmt. Ja, also zu dieser Analogie, dass mit dem sich einpinkeln oder einkoten, das war nicht das Erste, was mir in den Sinn kam, als ich von diesem hör auf, da ist böse mitbekommen habe. Oder was mir in den Sinn kam, sondern ich dachte eher, ich vorhin schon mal angedeutet hatte, dass es mit dem Entwickeln der Sexualität geht, weil wie oft geht es so, dass es Kindern gesagt wird, nein, spiele nicht darum, vom Onanieren wirst du blind oder was weiß ich was. Diese ganzen Klischees, und ich habe eher da die Analogie gesehen, weil wenn du dich einpickelst, dann wirst du wund oder sonst was, und vielleicht ist es auch einfach wirklich eine gesellschaftliche Sache, dass man das nicht tun sollte, was der Gesellschaft wahrscheinlich auch förderlich ist. Aber ja, ich glaube, für mich war der Vergleich mit der quasi erwachende Sexualität wesentlich mehr da als das mit der Reinigkeit. Siehst du, du hast den Subtext doch bemerkt. Nein, mir geht's genauso. Gerade auch dieses Verbot der Eltern, diese böse Sache zu tun, das ist sehr freudianisch. Ja. Also, vielleicht hätten wir diesmal tatsächlich Symbolik als erstes besprechen sollen. Ja, wir kommen ja gleich hin. Nein, ich würde euch da aber beiden durchaus recht geben, es ist halt beides. Also wir haben in der frühen Kindheit halt vor allem diese Verknüpfung mit der ganzen Ausscheidungsthematik. Und natürlich, da gerade da ihre Kraft halt jetzt auch in der Pubertät und Beginn der Pubertät so aktiv erwacht, da kommt dann eben natürlich diese Sexualerziehung und diese Tabuisierung in der Ebene dazu. Also ich würde schon denken, es sind beide Ebenen relativ gleichberechtigt, nur halt in unterschiedlichen Lebensphasen. Und da sind wir halt schlicht und ergreifend auch wieder bei Freud, wo ja durchaus eben diese Kontrollmechanismen in jeder Hinsicht, in jeder Lebensphase andere sind. Dieses Erwachen der besonderen Fähigkeiten mit dem, sagen wir mal, Erwachen der Sexualität, das hatten wir bei Carrie. Und wenn man sich so in der Popkultur umguckt, die X-Men zum Beispiel, die Mutantenfähigkeiten setzen immer so mit dem Beginn der Pubertät ein. Also das ist eigentlich keine neue Sache. Weil man hier natürlich sagen muss, bei Charlie, es fängt ja schon mit 2 Jahren an oder so. Ja, klar, aber es geht halt vor allem um die Kontrolle, ja, die sie darüber hat. Und vor allem auch um die Intensität, die sie da reinbringen kann. Achso, ja gut, ja, das kam dann erst mit der Zeit, klar. Gut, habt ihr noch eine bestimmte Szene, über die ihr reden wollt, sonst würde ich jetzt schnell zum Ende gehen? Nee, ich habe keine Szene mehr. Machen wir das Ende vielleicht, wenn es noch was einfällt, können wir es ja immer noch besprechen. Ja, gut, dann kommen wir zum Ende. Wie fandet ihr denn generell die Auflösung? Einerseits die letzte, der Endkampf mit Rainbow und vor allem aber eben auch die letztendliche Auflösung, wie sie dann beim Rolling Stone steht. Also die Action-Sequenz, dieser finale Kampf mit Rainbow, die brennende Scheune und so weiter, finde ich wieder gut beschrieben. Also Action ist in diesem Buch, das kann er wirklich. Das mit dem Rolling Stone, das ist so ein Epilog da hinten dran, das finde ich eine ganz nette Idee. Da habe ich überlegt, warum hat das ihr Vater nicht schon längst gemacht damals? Der hätte sich viel ersparen können. Aber. Naja, weil er es damals im Zweifelsfall noch nicht beweisen konnte. Sie hat ja jetzt die Möglichkeit, ihre Kraft demonstrativ gezielt einzusetzen, was vielleicht früher nicht gegangen wäre. Naja, aber er hätte zu dem Redakteur sagen können, lassen Sie mal die Hosen runter. Und er hätte das gemacht und dann hätte er wenigstens seine Kraft beweisen können. Aber für ihn wäre es ja dann so gewesen, dass er es freiwillig gemacht hat. Ja, aber die anderen im Raum hätten das vielleicht gemerkt. Nein, aber sagen wir mal so, das kann ich schon irgendwo nachvollziehen, weil er hat ja jetzt, oder Charlie hat ja jetzt erst die Möglichkeit, sich selbst zu beweisen. Ja, das stimmt.
Dann vorher hatten sie es ja versucht mit den Briefen. Genau. Dass sie da die Briefe an alle möglichen Leute geschickt haben, die ja dann abgefangen wurden. Ja. Frag mich nur, warum es halt der Rolling Stone war. Nicht, weiß ich nicht. Das waren die 70er. Ja gut, ich meine, was hätte King schreiben sollen? Für ihn wäre wahrscheinlich der Playboy der nächste Weg gewesen, aber... Cavalier Magazine war das, wo er viel veröffentlicht hat. Aber da hätte man diesen Bericht wahrscheinlich nicht für die Kurzgeschichten unterzeichnen können. Nein, was ich aber gerade im Hinblick auf die heutige Zeit durchaus interessant finde, ist, dass wir hier ja durchaus so eine Whistleblower-Thematik mit drin haben, die ja auch da wieder die Zeitung, die ja, du musst halt erstmal einen Kontakt haben zu einem, der dir glaubt und die Möglichkeit haben, diesen Kontakt sicher herzustellen. Denn es, wir haben ja gerade schon gesagt, die ersten Briefe wurden abgefangen und so weiter und so fort. Und ich glaube, gerade so in Zeit von Snowden und so weiter und so fort, kriegt das wieder eine Aktualität, eine gewisse. Fand ich ganz lustig. Wobei es damals auch schon eine ziemliche Aktualität hatte. Ich meine, 70er, wir hatten Watergate, wir hatten Filme wie Die drei Tage des Condor oder Die Unbestechlichen, die auch solche Thematiken hatten. Also da war King schon am Puls der Zeit. Naja, vor allem ist es halt lustig, dass das jetzt 40 Jahre später immer noch funktioniert. Ja. Gut. Habt ihr denn zu dem Endkampf sonst noch irgendwas Spezielles zu sagen? Ja, also diese ganze Situation von Charlie hat mich dann doch zum Schluss sehr ja, mitgenommen. Also hatte Mitleid mit ihr, dass sie ja dann wirklich jeden verloren hat und ja, quasi auf Rachefeldzug geht. Aber dann doch, glaube ich, teilweise sich zurückhalten konnte und nicht einfach nur diese unschuldigen Menschen, die da am Zaun stehen, einfach niedermetzelt. Also dass sie sich dann doch noch Menschlichkeit bewahrt hat. Habt ihr denn geglaubt, sie kommt aus dieser Sache wieder raus? Es wird ja durchaus angedeutet, dass für sie diese ganze Feuerleg-Geschichte auch körperlich zehrend ist. Und wir haben ja bei Carrie den Punkt gehabt, dass sie eben sich selbst verzehrt beim Einsetzen ihrer Kräfte. Seid ihr davon ausgegangen, dass sie so weit unter Kontrolle hat, dass sie bestehen kann? Oder habt ihr gedacht, sie geht im großen Endkampf unter, weil sie ihre Kraft nicht unter Kontrolle kriegt? Also ich hatte eigentlich nie Angst, dass Charlie sterben wird. Anders als bei anderen King-Geschichten war ich mir hier ziemlich sicher, dass die Hauptfigur überleben wird. Ich weiß nicht wieso, vielleicht wie die ganze Geschichte aufgebaut war, aber da hatte ich irgendwie nie Zweifel. Ja, da geht es mir eigentlich ähnlich. Da glaube ich auch nie so richtig Angst um sie. Ja, ich habe das sowieso nicht mit diesem Selbstzerstörungsgedöns verstanden. Auch nicht, warum sie jetzt diese Energie immer auf Wasser richten muss, damit es ausbrennt und nicht einfach auf die Erde oder sonst was. Weil, ja, irgendwo geht die Energie dann ja hin und ob jetzt Wasser verdampft oder Erde verbrennt. Gut, aber so ein Wasserbottich, der verdampft ist, der ist dann halt weg und ein Loch in der Erde ist ein Loch in der Erde. Also von daher. Ja, ob jetzt Wasser weg ist oder Erde weg ist. Ja, nimmt beides Energie auf. Nein, in das Wasserloch nicht. Ja, vielleicht war es für sie einfach nur einfacher, das, sich darauf zu konzentrieren oder das so als Ausweg zu sehen. Vielleicht hat sie auch gedacht, ach, wenn ich fertig bin, mache ich mir erstmal einen Tee, dann habe ich schon mal heißes Wasser. Nein, und ich denke vor allem, so eine Badewanne ist ja ein begrenzter Raum. Das heißt, du kannst dich da wirklich eher konzentrieren und das bündeln, sage ich mal, als an einem Punkt auf der Erde, der ja nicht in irgendeiner Form abgegrenzt ist. Ich denke, gerade wenn du so Sachen lernst, egal um was es jetzt geht, ist es sicherlich immer einfacher, das auf einen wirklich abgeschlossenen Raum zu konzentrieren in irgendeiner Form. Hört auf Dela, die kennt sich mit Badewannen aus. Ja. Nein, ich denke aber, dass du recht hast damit, ja. Und davon mal abgesehen ist das halt auch mit dem Wasser dann eine Symbolik, die der letzte Idiot begreift. Wäre es dann wahrscheinlich schon wieder schwierig geworden. Ja, ja, von der Symbolik her verstehe ich das, nur vom Physikalischen her macht das in meinen Augen wenig Sinn. Aber ja, das nehmen wir einfach als Logikloch und dann ist das okay. Genau. Ja, naja, ich persönlich
bin mir ja noch nicht so ganz sicher, was ich von dem Ende halte. Ich fand das ja ein bisschen unbefriedigend, wie es mit Rainbow zu Ende geht. Ich hätte mir jetzt für das Buch auch nicht unbedingt ein Happy End gebraucht, ganz ehrlich. Was ich vielleicht ganz interessant gefunden hätte, und jetzt halten mich wieder alle für einen Arschloch, wäre wirklich, dass die beiden, also Rainbow und Charlie, sich gegenseitig in irgendeiner Form vernichten, aber nicht in dem Maße, dass Rainbow seinen Willen bekommt und sie sterben sieht, sondern in irgendeiner Form andersrum, dass sie halt dann doch die stärkere Kraft ist von den beiden und es dann aber eben doch nicht schafft selber. Das hätte ich durchaus auch interessant gefunden. Nicht gut gefunden, aber interessant gefunden. Also für so ein Ende hätte mir noch ein bisschen was gefehlt. Dann hätte von Charlie auch irgendwie noch eine größere Gefahr ausgehen müssen. Dass, was weiß ich, dass ihre Kräfte irgendwann so stark werden, dass sie, keine Ahnung, Städte auslöscht. Sowas in der Hinsicht. Naja, aber es reicht doch, um einen Menschen auszulöschen. Die Kraft hat sie ja jetzt schon. Ach, ein Mensch ist ja uninteressant. Nein, das ist kosmischeres. Dann hätte ich das eher verstanden, wenn es wirklich so diese zwei Gegenpole gewesen wären. Aber so ist es in Ordnung. Wie gesagt, ich finde die zweite Hälfte des Buches eh etwas langweilig, deswegen ist es okay für mich. Ja, aber ich gebe dir da auch so recht. Also mit die Auflösung mit Rainbird war dann doch so ein bisschen, ja, einfach ein bisschen zu einfach. Dass er einfach verbrannt wurde. Aber ja, ich wüsste da jetzt auch nicht genau, wie man das dann, wie es besser gefunden hätte. Ja, ich fand's okay so und ich versuche auch nicht mehr mir vorzustellen, wie das Ende sein könnte, weil ich liege immer falsch. Seit der Hand Gottes hast du aufgehört, oder? Die Hand Gottes kam ja nur im Film und da habe ich gar nicht gesehen, hab ich nicht gesehen. Okay. Gut, dann würde ich sagen, haben wir die Handlung soweit abgeschlossen. Und dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, um wirklich in die Symbolik einzusteigen. Flo, wie willst du es machen? Möchtest du deinen Teil zuerst machen und ich ergänze dann? Oder? Machen wir es umgekehrt, du hast bestimmt mehr als ich. Mhm. Einen Moment. So, die Königsbube, Dame, Gast, Gedächtniszigarette. Ohne geht's nicht mit der Symbolik. Gut, fangen wir an mit dem Schuh-Tick. Das hatten wir ja gerade schon angesprochen. Unser Freund Rainbird hat einen gewissen Schuh-Tick. Der Schuh ist in der Symbolik durchaus verbunden mit allgemeiner weiblicher Sexualitätssymbolik, Sinnbild und so weiter. Der Fuß selbst, also der unbekleidete Fuß, kann durchaus als phallisch gewertet werden, während der Schuh selbst eben zwar auch einen gewissen phallischen Charakter hat, aber da er eben umhüllend ist und schützend und schließend und man in ihn eindringen muss und hineinschlüpfen muss, eben mit dem Phallus-Symbol Fuß, hat er durchaus eben so eine vaginaartige Fruchtbarkeitsschutz, Schwangerschaftsdimension, die man da reinlesen kann. Es gibt nicht umsonst sehr viele Menschen, die durchaus auch auf sexueller Ebene einen Schuhfetisch haben. Und wie gesagt, hier haben wir halt die erste Andeutung von dieser ganzen Erotik- und Sexualitätsgeschichte drin. Genau. In der Hinsicht finde ich es auch noch interessant, dass Rainbird, wenn er alleine ist, auch immer barfuß rumläuft. Das steigert das Ganze nochmal so ein bisschen. Genau. Dann haben wir natürlich die Flammensymbolik als solcher. Hochzüngende Flamme als solcher gibt von Freud auch eine Deutung, dass das halt auch ein Phallus-Symbol ist. Er beschreibt das in Totem und Tabu, glaube ich zumindest. Und Feuerlegen ist demnach ein Hinweis auf sexuelle Machtfantasien. Und das ist insofern interessant, da ja derjenige, der Feuer legt, ist ja Charlie. Das heißt, sie ist derjenige, der die sexuelle Macht hat. Und auf wen übt sie diese aus, auch wenn sie es nicht aktiv macht und nicht bewusst macht, aber sie wirkt damit auf Rainbird. Gleich lassen wir uns da nicht falsch verstehen, wir reden hier nicht von Victim Blaming oder was auch immer, sondern
ich weiß schlicht einfach nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Derjenige, der diese Wirkung wahrnimmt, ist Rainbird. Ob sie selbst aktiviert die ja nicht. Aber in der Symbolik ist es halt als solches zu deuten. Genau, weil Feuer und Sexualität, die sind ja linguistisch sowieso oft zusammenzufinden. Brennende Leidenschaft oder flammende Leidenschaft oder das Feuer der Begierde, glimmende Augen, all diese Sprichwörter hängen ja zusammen und alle verbinden Feuer und Sexualität. Zumal halt auch da wieder Wärme und Geborgenheit, die mit dem Feuer einhergehen und Schwangerschaft, Fruchtbarkeit, Mutterschaft und diese Dinge, hängt ja durchaus auch alles durchaus evolutionär miteinander zusammen. Ansonsten haben wir gerade schon angesprochen, es ist halt in der Popkultur durchaus üblich, dass derartige Kräfte gerne mit der erwachenden Sexualität zusammengesetzt werden. Und auch hier hätten wir dann im Buch diese Zeit am See. Das ist die letzte Zeit, bevor sie eben wirklich ihre Kräfte entdeckt und richtig einsetzen kann. Und die letzte Ruhephase vor der Kindheit, vor dem endgültigen Erwachen der Pubertät und der Gabe. Und halt diese Phase der Bewusstwerdung des eigenen Willens und dieser Dinge. Hier gibt es ja auch eine Traumszene, in der Charlie träumt, nackt auf einem Pferd zu Rainbird zu reiten. Ich weiß nicht genau, wie ich das deuten soll. Aber das ist auch so eins dieser Symbole dieser erwachenden Sexualität. Und die Beziehung, die Rainbird zu Charlie hat, es werden Begriffe verwendet, er will ihre Verteidigung durchdringen, er versucht sie wie ein Safe zu knacken oder auch allein, dass er so tief in die Augen schauen will, wenn er sie tötet. Das ist alles doch schon ja recht offener Subtext. Und auch hier haben wir natürlich, wie bei King üblich, das hatten wir jetzt schon bei Todesmarsch und bei diversen anderen Dingen, diese Nähe zwischen Sexualität und Tod generell, die hier durchaus, also bei King schwingt bei drohendem Tod immer eine drohende Sexualität mit, würde ich sagen. Ansonsten, wie gesagt, die ganze freudianische Geschichte, auch im Sinne von Sexualität und Reinlichkeitserziehung, die ist, glaube ich, relativ bekannt, so die ganze Geschichte, anale Phase, orale Phase, bla bla. Er hat es jetzt hier nicht ausgearbeitet, großartig, aber eben diese Analogie mit der Inkontinenzerziehung, die ist hier durchaus auch mit drin und wollte ich an der Stelle nur nochmal erwähnt haben. Ansonsten natürlich diese Watergate, Überwachung, Big Brother, der Staat als Feind und als unglaubwürdiger Partner, dem der Bürger hilflos ausgeliefert ist, aber natürlich auch dieses Verheizen von Bürgern, wofür halt hier in dem Sinne dann Rainbird steht mit seinem Vietnam-Trauma, aber eben auch dieses Opfern für wissenschaftliche Experimente. Genau, und die explodierenden Hühner. Das sind alles ganz klassische Themen. Gut, das wäre von meiner Seite die Symbolik. Hast du noch irgendwelche Ergänzungen? Nein, das bisschen was härter habe ich eingeworfen. Ich glaube, da haben wir heute genug drüber geredet. Okay, habt ihr die anderen beiden noch was? Nein. Ich muss ehrlich sagen, das mit den Schuhen, da wäre ich nie drauf gekommen. Gefährlich. Gut, dann haben wir die Symbolik soweit durch. Jetzt ist die Frage, wollen wir erst die Zitate machen? Ja, machen wir erst die Zitate. Okay, dann fangt ihr erstmal an. Ja, ich habe heute eigentlich nur eins. Das ist gerade mit diesem Vorfall mit dem brennenden Teddybären. Und wo der Vater sich dann überlegt, wie er ihr das klar machen kann, dass es was ganz Böses ist. Und dann kommt diese schönen Sätze. Narben, ja, das musste er tun. Er musste seinem Kind Narben beibringen. Ihr Narben in die Seele brennen. Mhm. Ja, das fand ich da eigentlich ganz schön. Ich hätte... Auch die Nazis waren schrecklich, sagte Rainbird. Heute sind die Deutschen und die Japaner nette Leute und die Russen sind schrecklich. Die Moslems sind schrecklich. Wer weiß, wer morgen schrecklich sein wird. Finde ich heute noch sehr passend. Ja, und das wäre auch meins gewesen. Und ja. Okay. Sorry.
Das macht nichts. Das sind wir ja mittlerweile gewöhnt, dass irgendeiner dem anderen das Zitat wegnimmt. Meistens ja, bin ich's. Ich bin ja froh, dass ich diesmal nicht bin. Du zitierst ja auch immer das ganze Buch. Ja. Eigentlich sind bei mir die Zitate ja auch der einzige Grund für diesen Podcast. Das habe ich ja nur deswegen gemacht. Gut, dann werde ich mal meiner Aufgabe, komme ich mal meiner Aufgabe nach. Das Leben ist kurz und der Schmerz ist lang. Und wir sind alle auf diese Welt gekommen, um einander zu helfen. Ansonsten hätte ich noch, aber trotz alledem, glasierte Hundescheiße ist kein Hochzeitskuchen. Und dies war ganz einfach glasierte Hundescheiße. Und als letztes, er war entsetzt. Und der Höhlenmensch in ihm sprang herum und freute sich. Und ich glaube, dieses Gefühl kennen wir auch irgendwo alle. Ja. Okay. Habt ihr denn für dieses Buch irgendwelche Querverweise gefunden? Es gibt tatsächlich nicht allzu viele. Die Firma, im Englischen heißt The Shop, diese geheime Organisation, die taucht nochmal in Tommyknockers und in Langoliers auf. Mhm. Aber ansonsten habe ich nichts gefunden. Ich habe auch nichts diesmal, also Querverbindungen sind mir jetzt keine eingefallen. Außer halt die inhaltliche Ähnlichkeit zu Carrie durchaus, aber ansonsten ist mir da jetzt auch nicht aufgefallen. Ja. Ich hatte noch was, ich weiß nicht mehr genau, wie der Text war, es war irgendwas, sie waren Tiger. Das hat mich so ein bisschen an unsere Tiger-Geschichte von The Night of the Pots erinnert. Mhm. Ansonsten, ich hatte eigentlich nicht eher nur so diese, so eine wilde Theorie, dass das ja das Feuerkind und Carrie und Salem's Lot alle irgendwie so zusammenhängen, weil die auch alle irgendwie mit Telekinese zu tun haben. Ich habe das halt quasi irgendwie so als Fortsetzung gelesen, dass die quasi das Wissen, was man sich aus den aus Carrie, aus dem Fall Carrie gezogen hat, den ganzen mit der Vererbung und so weiter, dass man das daraus quasi Experimente gemacht hat. Und ja, vielleicht auch mit den Vampiren, die hatten ja auch Telekinese. Aber es gibt natürlich keine eindeutigen Verweise, außer höchstens, dass das dieses Mittel Lot heißt. Aber ja. Vielleicht liegst du aber auch gar nicht so falsch damit. King hat 2009 in einem Interview gesagt, dass er eine Idee hat, die erwachsene Charlie auf den erwachsenen Danny Torrance aus Shining, der ja auch übersinnliche Fähigkeiten hatte, treffen zu lassen. Das stimmt. Es ist zwar nicht passiert, also wir werden Danny Torrance nochmal wieder begegnen, aber ohne Charlie. Aber so Querverweise wären ja nichts Neues zu Verbindungen. Ja, ich fand das sehr interessant, diese Ähnlichkeit. Das ist ja auch bei Carrie. Diese Vererbung ist und dass Charlie ja eigentlich nur diese Kräfte bekommt, weil beide Elternteile diese Kräfte haben, dass es dadurch bei ihr noch kräftiger hervorkommt. So, ansonsten hätte ich jetzt auch nichts weiter dazu zu sagen, großartig. Habt ihr denn noch was zu den Verwertungen zu sagen? Wie gesagt, da bin ich raus, da müsstet ihr jetzt übernehmen. 1984 ist Feuerkind erschienen mit Drew Barrymore in der Hauptrolle. Den kann man tatsächlich gucken. Ist jetzt nichts Besonderes, aber es gibt definitiv viel schlechtere. Zum Beispiel den 2002er Feuerteufel, die Rückkehr. Das ist eine unnötige Fortsetzung, die kann man vergessen. Wobei aber, glaube ich, auch der 84er auch der Feuerteufel heißt. Stimmt, ich, Deutschland, ja. Hast recht. Ich habe es ja gerade am Wochenende recht, erst angeguckt, auch zum ersten Mal gesehen und war doch sehr positiv überrascht, dass der noch so gut, also so gut gealtert ist. Also mir hat das Spaß gemacht und hatte so dieses 80er-Feeling, was man jetzt auch gerade so bei Stranger Things hat. Ich finde den teilweise sogar besser als das Buch, muss ich ehrlich sagen. Also, es hat natürlich nicht diese Längen gehabt. Genau, ne? Gerade das, was ihr daran kritisiert habt, das gab es da natürlich nicht, klar. Ansonsten gibt es ein englisches Hörbuch, es gibt kein deutsches. Und es gibt eine, oder es erschien damals eine Sammlerausgabe im amerikanischen Verlag Fantasia Press
mit 700 nummerierten und signierten Exemplaren und 26 weiteren Exemplaren, die von A bis Z gekennzeichnet waren, und diese waren passenderweise in Asbest eingebunden. Das finde ich schon wieder hübsch. Jo. Gut, habt ihr sonst noch irgendwas, was ihr erwähnen wollt? Sonst würde ich jetzt zur Bewertung kommen. Dann machen wir damit doch weiter. Jo. Explodierende Hühner! Dann, Flo, erstmal bitte ich dich um die Bewertung. Ich tue mir schwer mit dem Buch. Es ist für mich so ungefähr das Gegenteil von The Dead Zone. Da hatte ich am Anfang ja Probleme, so die erste Hälfte, bis ich reingekommen bin, und dann hat mir das Buch gut gefallen. Und hier ist es eigentlich genau das Gegenteil. Mir hat der Anfang gut gefallen und ist es dann in der zweiten Hälfte ziemlich abgerutscht. Ich bin in keine der Figuren so richtig reingekommen. Also ich sage ja auch, Charlie hat für mich jetzt nicht so viel gebracht. Ich gebe 11 Punkte. Mehr kann ich mich nicht durchringen. Ja, ich bin eigentlich sehr, sehr positiv daraus gegangen. Ich hatte das halt nicht so mit diesen Längen. Wenn es jetzt auch das erste Mal war, dass ich es gelesen habe, alles in allem eigentlich recht positiv. Ja, ich würde so eine 15 geben. Bei der Punktzahl schließe ich mich vollkommen an. Ich gebe auch 15 Punkte. Und mir geht's auch so, diese Längen kamen mir gar nicht so lang vor. Ich fand sie trotzdem sehr gut geschrieben. Und ja, es hatte irgendwie schon ein bisschen was Atmosphärisches, fand ich. Ja, fand ich auch. Ja, jo, ich würde mich euch da durchaus anschließen. Ich habe nämlich auch 15 Punkte gegeben. Wie gesagt, auch wenn ich ein komplett anderes Buch in Erinnerung hatte. aber mir hat es durchaus doch wieder gefallen. Ich finde es halt immer schön, wenn King sich die Mühe macht, an Symboliken zu arbeiten. Und hier ist sie halt wirklich mal sehr, sehr, sehr prägnant. Und das fand ich eigentlich ganz hübsch. Und ich fand halt auch den Charakter mit Rainbow durchaus interessant. Und ja, dafür, dass es eine Geschichte mit Kind ist, fand ich sie echt gut. Und deswegen, wie gesagt, von mir 15 Punkte. Gut, dann müssten wir eigentlich für diese Sendung durch sein. Und ich kann mich wie immer nur bedanken bei unserem lieben Gast. Ja, ich bedanke mich auch, dass ich dabei sein durfte. Ansonsten beim Florian. Ich hätte jetzt Lust auf Brathähnchen. Und beim Jonas. Ja, immer wieder gerne. Und natürlich danke ich auch unserer Hörerschaft. Wir sind nur da, weil ihr uns hören wollt. Wir freuen uns, dass ihr immer wieder reinschaltet. Und wir hoffen, ihr seid auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Wir sind nicht ganz sicher, entweder in der nächsten oder in der übernächsten Folge wird unser Podcast vertreten von unseren Pottwichteln. Die sind uns noch unbekannt. Wir wissen nicht, wer uns gezogen hat. Und wir wissen auch nicht, was die machen. Aber wir sind uns ziemlich sicher, dass es fantastisch wird. Lasst euch einfach überraschen. Die nächste reguläre Folge, in der ihr uns hören könnt, die wird dann zu Sprengstoff sein. Dazu kommt uns der Professor Zappo begrüßen. Und ja, es wird ein schlimmes Buch, aber der Gast ist der Meinung, es ist ganz okay. Also könnte das doch durchaus eine kontroverse Folge werden. Oh ja. Ich bin gespannt. Wird auf jeden Fall gut. Wir wissen aber, wie gesagt, noch nicht, ob jetzt unsere Folge zuerst kommt und dann der Wichtel oder ob erst der Wichtel kommt und dann wir. Das werden wir dann entsprechend sehen. Wenn ihr bei uns mitmachen wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Wir brauchen immer noch für ganz viele Bücher und vor allem auch für die Kurzgeschichten immer noch Menschen, die mit uns senden wollen. Ihr findet die Details dazu in unserer Leseliste. Die werde ich natürlich wie immer verlinken. Technik braucht ihr nicht großartig, einfach nur ein Headset, irgendwas zum Reinsprechen. Und wenn es ganz großer Luxus sein soll, wäre was ganz schön, womit ihr eine Backup-Spur aufnehmen braucht. Wenn ihr aber die Möglichkeit nicht habt, geht die Welt auch nicht unter. Wenn ihr die Quellen braucht in irgendeiner Form und ihr wollt gerne mitmachen, dann sagt einfach Bescheid und wir kümmern uns dann darum, dass wir euch die Bücher zukommen lassen. Gut, gibt's sonst noch Ergänzungen? Von mir nicht.
Dann danke ich euch wie immer fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine wunderschöne restliche Woche. Ich wünsche euch einen wunderschönen ersten Advent und lasst es euch gut gehen. Passt gut auf euch auf und lasst euch nicht ärgern und nicht anzünden. Liebe Grüße. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.